Okay, da muss ich aufpassen. Das Pfeil zeigt woanders hin, okay. Okay. Vielleicht schaffe ich das ja bis zu der Insel da. Nein! Okay, dann muss ich ein bisschen weiter dahin. Ich muss ein klein bisschen Umwege machen hier. So, damit haben wir das gleich auch geschafft. Okay. Ich bin aber nicht mehr da, wo ich davor war, oder? Sonst raste ich aus. Okay, geschafft. Boah, ich dachte echt, dass ich wieder da bin, wo ich davor war. Und das ist das Steinmonument. Das muss dieses Steinmonument sein. Hey, gut, guck mal, guck mal. Hm, das muss es sein. Das ist eindeutig das Steinmonument. Und hier ist also das Buch versteckt. Hey, ganz genau. Dann. Hä? Was war das? Gegner? Und wer seid ihr? Was machst du denn da, Red? Sei vorsichtig. Ja, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als zu kämpfen. Welche Dummköpfe hier. Das ist Kacke. So, stirbt mal. Jetzt ist der Papa da, oder was? Okay, dann nehme ich deine Kinder, werf auf dich. Wenn du so willst hier. Diese Gegner wollen immer von ihren eigenen Kindern getötet werden, wenn das so ist. Hier, friss. Nochmal friss. Irgendwie tut mir der Kampf der Typ irgendwie leid. Der tötet seine eigenen Kinder. Indirekt. Und packen und weg damit. Dummkopf. Fleisch! Auch auf den Kampf war ich nicht wirklich vorbereitet. Jetzt kannst du in Ruhe suchen. Das Buch müsste neben dem Steinmonument liegen. Yay. Buch der Erinnerung, ist es das? Hey, endlich. Boah, das Buch hat angefangen zu leuchten. Okay. Boah. Huh, irgendwas ist mit dem Buch. Was geht hier ab? Keine Ahnung, was steht denn überhaupt in dem Buch? Es könnte eine Schatzkartensammlung sein. Schnell, schau mal rein. Hä? Die Seiten lassen sich nicht mal umblättern. Verschwende nicht deine Zeit. Du kannst es nicht lesen. Komm erstmal zurück, dann können wir in Ruhe über alles reden. Hehe. Okay. Geheimnisvoll, geheimnisvoll. Was ist das überhaupt für ein Buch? Nun, es ist ein Buch, das dein Leben aufzeichnet. Ein Fotoalbum? Nein. Es zeichnet viele verschiedene Dinge auf, die man in der Welt macht. Im Ernst? Hey, hier, ich schenke es dir. Wenn du es sehen möchtest, was du schon gemacht hast, dann wirf einen Blick hinein. Dann hätten wir also erledigt. Hier, das ist deine Belohnung. Ach, das da. Jetzt können wir in der Kabine was Bestimmtes machen. Danke. Immer wenn du ein Ziel aus dem Buch erreichst, würden sich die Zeiten etwas mehr erfüllen. Avalon Code? Hm. Dabei kannst du viele Dinge über diese Welt lernen. Moment mal, wer sind sie überhaupt? Nur ein Beobachter auf der Durchreise. Hehe. Wenn du im Spiel diverse Aktionen wiederholst, wird sich die Bibliothek zunehmend erweitern. Die Bibliothek enthält viele nützliche Informationen über die Welt.
kannst dir die Bibliothek von der Kabine aus ansehen. Okay. Yay. Ach doch, doch, das geht dann. Wiederhole bestimmte Aktionen mehrmals, gemäß den Hinweisen aus der Bibliothek. Ach, ich habe mich dann geirrt. Ich dachte, es ist dann für immer verschwunden. Mein Fehler. Tut mir leid. Ich will das jetzt mit der Kabine wissen, aber erstmal die letzte Mission machen. So. So. Yay, 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 yay. Wer hat Angst vor einem Roboter? Okay. Bergung der Fracht. Ein Unfall auf den Darwin ist schuld, dass ich meine Fracht verloren habe. Ich suche jemanden, der sie wieder einsammelt. Ach, nicht du wieder. Schon wieder ein Mann. Ich kann nicht sagen, dass ich mit ihm, dass ich mich in seiner Gegenwart wohlfühle. Okay, bitte geht zu einem Ostputze. Ich weiß, warum er Angst hat. Er hat Angst, ein Jungfer zu werden. Von hinten. Aha! Weil dieser Einmann strahlt auch diese Schwulität aus. Oder Homosexualität aus. Das kann ich auch irgendwie verstehen bei ihm, da er Angst hat. Kabine. Bibliothek. Also jetzt kann man sehen, was man lange Abenteuer erleben. Viele Gegner besiegen und viel Geld sammeln. Viel angeln, das kann man später. Das sieht heftig aus, das Angeln. Kannst du Welt bereisen und mit vielen Leuten ansprechen. Also man kann hier alles auffüllen. Das ist auch was Gutes. Das werde ich auch machen. Das dauert aber sehr, sehr lange. Okay, weiter. Meine Mutter hat gerade gesagt, das Essen ist fertig. Deswegen, nachdem ich das gemacht habe, gehe ich essen. Ja, ich gehe essen. So. Homosexualität im Spiel. Oh, Moppe, wie schön, dich wiederzusehen. Kiki. Ja, hallo. Könnten wir bitte schnell zur Sache kommen? Huch, da hat es aber jemand heilig, so eilig zu haben muss. Wie du willst, es geht um Davon-Insel. Allerdings kannst du nicht zurück, bevor der Job erledigt ist. Bist du bereit? Sofort los. Na gut, bringen wir die Sache schnell hinter uns. So verlässlich wie immer. Ach. Und weißt du was? Ich werde dich begleiten. Ah! Aufpassen, Red, aufpassen auf dein Popo. Mann, oh Mann, oh Mann. Meine Nase läuft wieder. Ich werde dir jetzt deine Aufgabe erklären. Hör gut zu, Moppel. Meine Ohren sind gespitzt. Eines meiner Frachtschiffe hatte hier einen Unfall. Sammle die verstreute Fracht wieder ein. Es sind genau solche Frachtkisten wie diese hier. Hey! Erinnert mich an Recorded. Insgesamt gibt es 6 Kisten. Folge dem Fall, um sie zu finden. Alles klar, ich bin nun wieder da. Okay, die erste habe ich. Die andere ist da oben. Da ist sie, okay. Ich weiß, dass ich solche Probleme hatte, diese Mission zu machen. Ich weiß nicht wieso. Und wo verpackt er das eigentlich? Hallo, gibt es eine Anleitung? Flieg mal eine Runde. Wartet mal kurz. Okay, weiter geht's. Wir haben die nächste Kiste. Ich weiß schon jetzt, wo das ist. Fliegt da mal hin. So gut kann ich mit Steuerkreuz das machen. Ja, die ist da oben. Man muss das... Er kann das auch, glaube ich, anders auch machen, aber ich mache die sichere Methode. Hey, jetzt mal das. Runterballern. Muss ich unbedingt mit Roboter rauf?
Ihr seht das Schwierige hier. Nur noch eine. Hervorragende Arbeit. Ach, ich weiß auch, wo die ist. Die ist ja in der Nähe. Die ist da. Ich weiß gar nicht, wie die Kiste dahin gekommen ist, aber naja. Ich habe alle 6. Oh, Fabla, dann komm zu mir zurück. Ich will aber nicht. Ich habe so keinen Bock auf den Typen. Ich weiß. Schnell rauf, schnell. Nein, nein. Komm ich bis dahin? Hoffe ich jetzt mal. Ach komm, ich schaff das noch. Bist du das? Ich hasse diese Kameraführung. Ich hasse die so sehr. Und jetzt bin ich bei dir einmal. Jetzt können wir Liebe machen. Gleich ein Cut und dann kein. Gut gemacht, Mappel. Lass uns zurück nach Erdal fliegen. Erdal. Du hast die Arbeit sogar schneller erledigt, als ich erwartet habe. Hier ist deine Belohnung. Und eine Nacht mit mir. Danke. Wie wäre es, wenn du Vollzeit für mich arbeiten würdest? Ich würde dich gut behandeln. Ich muss los. Oh, du kleiner Schlingel. Das hat alles gesagt. Das hat schon gezeigt, dass er ein Schwuchtel ist. Nichts gegen Schwule, die sind lustig. Hey. Yep. Jetzt gehe ich noch kurz in die neue Welt. Die neue Insel eher. Ich will mal echt wissen, da Mike hat, also Devlin hat, hast du es noch nicht, du hast es noch nicht rausbekommen, oder? Welches Spiel das ist? Das war dieses komische Spiel mit den Katzen und den Hunden und diese drei komischen Mädchen da. Die werden auch später in diesem Spiel vorkommen, da weißt du, welches Spiel ich meine. Nächstes Ziel. Ich habe neue Quest dazu. Hä? Wie geht das denn? Ich dachte, ich habe das gerade. Ja. Ich habe dort 2 Missionen da gesehen. Was ist jetzt los? Oder habe ich jetzt eine neue Mission bekommen, weil ich eine neue Stufe bin? Hier sind die Quests, die du derzeit annehmen kannst. Neuling disziplinieren. Meine frecher neue Angestellte arbeitet einfach nicht. Ich suche niemanden, der ihn ausbildet. Komm zu Ladedock im Ostbezirk. Ist klar, dass es wieder von Allmann ist. Frech zu sein ist eine Sache, aber überhaupt nicht zu arbeiten geht gar nicht. Bitte geh zum Ladedock im Osten. Viel Erfolg. Ja, das musste mir nicht immer sagen. Ich glaube, heute nehme ich mal sehr viel auf von diesem Spiel. Dieses Spiel muss einfach mal gespielt haben. Das ist einfach gut. Das macht Spaß. Wenn nicht, dann guckt es bei mir. Es gibt witzige Kommentare. Von einer braunen Gestalt. Schoko. Hallo Moppel, wie immer. Vielen Dank für deine Hilfe. Keine Ursache. Wie kann ich Ihnen dieses Mal helfen? Spreiz die Hüften. Die Beine. Mein neuer Angestellter ist so voll. Ich weiß gar nicht, was ich mit ihm machen soll. Deshalb möchte ich, dass du ihm zeigst, wie man die Arbeit richtig macht. Verstanden, wo steckt dieses Problemkind von einem Neuling? Er vollends wieder irgendwo herum. Ich versuche mal, ihn herzurufen. Hörst du mich? Hallo? Mein neuer Bursche? Komm mal bitte her. Ey, was wollen Sie? Ich habe gerade keine Zeit, klar? Oh Mann, die Einstellung ist wirklich voll daneben. Wir haben heute einen Gast hier, der dich richtig einarbeiten kann. Da bin ich, um genau zu sein. Nett, dich kennenzulernen. Das ist alles,
Kannst du nicht mal Hallo sagen? Pa, nerv mich nicht, sondern mach zu. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Bitte? Ganz ruhig, Jungs, schreitet euch nicht. Toni soll wir sogar mein Liebsten sehen. Im Schlammau nur. Bist du bereit, Moppel? Ja. Keine Sorge, ich mach das schon. Bisschen verprügeln hilft immer. Zuhört der Klatsche. Hey. Das erleichtert mich ungemein. Pass auf, ich erkläre dir, was du tun musst. Nicht mehr. Ach, ist die gleiche Mission nochmal? Siehst du die vier Container dort drüben? Bring ihn mal die dahin. Hatten wir es nicht einmal? Stell die auf Ende. Ja, alles klar. Jetzt kannst du mal meine Meisterarbeit sehen. Junge, sie zu lernen zu. Wenn du meinst. Wichser. Okay, ich muss jetzt mal kurz runterfahren. Alle mal runterwerfen. Hey! Schade, ich dachte, kann ich jetzt auch zweimal auf einmal. Und so. Ja, die Mission war davor nicht. Ich hab doch noch hingeguckt, da war die nicht. Da kommt da gleich noch eine Mission. Egal, komm, ballern das mal runter. Los, Schlampe, tanz für mich. Tanz nochmal. Hüpf für mich. Nein. Danke. Hallo, fährst du mal irgendwie runter? Das wäre auch ganz liebenswürdig von dir. Sieht gar nicht so hübsch aus, aber egal. So, gefertigt. Fertig. Beeindruckend wie immer. Wenn es einen Container gibt, macht dir keiner was vor. Okay, Neuling, jetzt bist du dran. Bringe die Container von den Platten ins Lagerhaus. Zeig, was du drauf hast, Junge. Pah, für den mickrigen Lohn mache ich doch keinen Finger krumm. Aber es ist doch dein Job. Jetzt hör auf zu meckern und mach dich auf die Arbeit. Okay, ist ja gut. Nun mach doch mal nicht so Stress wegen der ein paar Container. Hopp, hopp, an die Arbeit. Geh schon mal vor und warte im Lager aus, Moppel. Ah, ein bisschen. Warum einfach nicht... Oh nein. Hey! Warum sind deine Hände leer? Wo sind die Container? Ach, ich fühle mich heute nicht danach. Echt nicht. Ich mach's morgen, okay? Ich hoffe, das war ein Scherz. Du willst für jetzt Faulenzen bezahlt werden? Halt die Klappe, ich hab die Nase voll von dir. Was geht dich durch das überhaupt an? Ha? Deshalb habe ich die Faxen dicke. Wer nicht hören will, kriegt die Zuhalt der Klatsche. Ach ja, du willst kämpfen? Ich habe einen schwarzen Gurt in allen Kampfsportarten. Das werden wir sehen. Komm doch. Komm mal, du Laschi. Oh, du bist so gefährlich. Er stirbt zweimal. Das war eine Witzfigur. Ja, der schwarze Gott in allen Kampfsportarten. Schlaffi. Pussy. Du bist so stark. Du könntest mich in 100 Jahren noch nicht besiegen. Oh. Hä, hast du was gesagt? Boss, darf ich dich von nun an Boss nennen? Hä, bist du immer noch im Witzmodus? Ich bin nicht dein Geldgeber. Ich mein's ernst, ich werde nie wieder von deiner Seite weichen, Boss. Lass mal gut sein, aber du könntest anfangen, deine Arbeit ordentlich zu machen. Dein Wunsch ist mir wie viel, Boss. Ich werde mein Bestes geben. Okay, aber nicht nur sagen, sondern auch machen. Ich glaube, von nun an wird er sich besser benehmen, dann ist ja der Job erledigt, oder? Yay, yeah, ich habe einen Sklaven. Ich glaube, von nun an wird er hart arbeiten. Oh, wirklich? Gute Arbeit, Kumpel. Ich wusste, dass ich auf dich verlassen kann. Der Boss hat mir Vernunft eingebläut. Von nun an werde ich hart arbeiten. Aber eins steht für mich fest. Der Boss wird für immer mein Boss bleiben. Ich glaube, du verwechselst da was. Ich bin nicht dein Boss. Und jetzt sei ruhig. Jedenfalls hoffe ich, dass nun alles klappt. Er sagte,
Er sagt, er möchte in Zukunft härter arbeiten. Und wenn er das tut, will ich mich zufrieden geben. Hier ist deine Belohnung. Zu viel Geld. Das war ganz schön anstrengend. Vielleicht brauche ich mal wieder deine Hilfe. Halt dich bereit. Warte, ist das nicht diese... Komm, jetzt die ganze ständige Mission von dem? Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ich hoffe nicht. Hey! Ich guck trotzdem mal nach. Mein Magen knurrt schon richtig, ich hab Hunger. Ich will das jetzt schnell erledigen. Gut so. Los! Zurück zu Asmodeus. Nächstes hier. Jeez, ach so, das da. An die Welt kann ich mich noch erinnern. Kapitel 4. Els Phobie. Dun. Windru Wiesla. Wir sind da, das ist also Wiesla. Ja, aber das erfahren wir im nächsten Part.